Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjolfa und herzlich willkommen zurück zu Five Nights with Hero Brian. Das Ende der letzten Folge war absolut episch, Freunde. Wir wurden wirklich einfach nur von der Uhrzeit gerettet. Strom war aus, alles war aus. Es war eigentlich Game Over. Wir haben uns aber mit Glück und ein bisschen Geschick, möchte ich sagen, durch diese Nacht durchmanövriert. Vergesst ihr natürlich bitte an dieser Stelle wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Freunde. Und wenn es euch nicht das Ende der letzten Folge wert ist, diesem Video jetzt einen Daumen nach oben zu geben, Leute. Ich brauche die Kraft. Nacht 4 ist bestimmt noch übler. Generell ist es eine sehr interessante Überlegung, Leute. Nacht 3 war schon relativ krass jetzt. Ich will nicht wissen, was uns jetzt noch erwartet. Wenn das so schlimm ist wie Final Nights 3, kann ich eigentlich gleich wieder aufhören. Okay, Freunde, 12 Uhr, vierte Nacht, Five Nights with Hero Brian. Ich bin wirklich gespannt, wie übel das Ganze jetzt wirklich wird. Weil die dritte Nacht war, wie gesagt, schon gar nicht mal ohne und wir sind wirklich nur mit Glück durchgekommen. Okay, wir gehen direkt auf dieses scheiß Zombie-Ding drauf. Und checken jetzt einfach nur. Okay, solange wir wenigstens hören, müssen wir auch kein Licht anmachen. Okay, wir versuchen jetzt einfach irgendwie durchzukommen. Wir müssen jetzt richtig energiesparbereit sein, direkt von Anfang an. Und wir müssen halt wirklich diesen scheiß Baby-Zombie im Auge behalten, damit dieses Drecksvieh uns hier nicht andauernd den Strom wegklaut. Weil desto öfter das Vieh kommt, desto mehr Strom klaut er uns. Ihr habt das am Ende von der letzten Folge gesehen. Ein Hit hat uns 10% gekostet. Und das ist einfach viel zu krass. Das ist zu viel. Wer soll denn die Stromkosten bezahlen? Okay, wir haben Geräusche aus der Küche. Auf jeden Fall ist schon irgendwer unterwegs. Ich weiß nicht wer. Auf jeden Fall zwischendurch die Kamera auf der Bühne checken. Und jetzt alles an den Türen gucken. Okay, ich muss jetzt den Gang runterschalten. Ich bin gerade schon wieder viel zu verschwenderisch. Wir müssen extrem vorsichtig sein, was jetzt den Energieverbrauch anbelangt. Weil ansonsten kickt uns das hier wieder total raus. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal so viel Glück haben wie in der letzten Folge. Das wäre natürlich krass. Aber ich glaube es nicht. Und Leute, mir fällt gerade auf, da wir das jetzt mit dem Greenscreen hier unten links haben, könnt ihr gerade gar nicht die Power-Anzeige sehen. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Ich sag's euch zwischendurch einfach an. Wir sind jetzt gerade beispielsweise bei 88%, bei 87%. Ja, es sieht also gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt. Wir haben 1 Uhr. Das ist eigentlich ein durchschnittlicher Energieverbrauch. Mit dem sollten wir es durch die Nacht durch... Oh, Kamera checken. Okay, ist noch zu. Alles noch zu. Easy, easy. Okay, dann muss ich vielleicht in der nächsten Folge von Five Nights with Hero Brian die Kamera in die Ecke da drüben machen, damit ihr den Energieverbrauch... Aber okay, für die nächste Folge. Jetzt müssen wir uns erstmal auf die vierte Nacht konzentrieren. Verdammte Scheiße. Okay, Leute, ich habe gerade irgendwelche... Okay, man hört es immer noch. So ganz merkwürdige Stimme im Hintergrund. Klingt wie Hero Brian. Ich schätze mal, das ist ein Indikator... Jesus Christ. Ich schätze mal, das ist ein Indikator dafür, dass Herobrine jetzt bereits unterwegs ist und versucht es, uns das Leben schwer zu machen. Hier in Five Nights with Herobrine. Ich meine, es ist sein Spiel. Es ist sein Spiel. Bitte, Huhn, können Sie bitte gehen? Können Sie bitte gehen? Okay, ich höre Steps. Okay, wir sind hier wieder free. Let's go. Okay, Kamera checken. Oh, der Zombie steht schon direkt ab. What the fuck? Alter, ich check die ganze Zeit die Kamera. Das Vieh kommt nicht raus, wisst ihr? Es kommt nicht raus. Dann guckt man einmal für ein paar Sekunden nicht drauf. Und es ist unterwegs. Es überspringt einfach direkt ein paar Stages. Okay, das war jetzt nur 1%. Okay, 2. 2%, das war der erste Hit. Okay, wir müssen... Alter, es guckt direkt wieder raus. Okay, ich glaube, diese Nacht schaffen wir nicht First Try. Okay, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Der erste Hit ist natürlich jetzt nur 1% gewesen. Gott sei Dank. Hätte schlimmer sein können. Okay, wir sind noch in einem relativ humanen Energieverbrauch. Also es ist in Ordnung. 33% für 2 Stunden haben wir knapp verbraucht. Und das ist eigentlich genau im Durchschnitt. Sogar ein bisschen weniger. Ich habe gerade ein bisschen später auf den Verbrauch geguckt. Wir sind jetzt bei 65% und schon Hälfte 2 Uhr, würde ich sagen. Das ist safe eigentlich. Aber ich... Oh. Wir müssen wirklich diesen ekligen Baby-Zombie im Auge behalten. Das Ding ist absolut ekelhaft. Und richtig schnell. Und ich schätze mal, der zweite jetzt zwackt uns schon direkt 3%, 4% weg. Ich meine, in der letzten Folge hat es uns, glaube ich, insgesamt 3-mal angegriffen. Und der dritte Angriff war bereits 10%. Und 10% jetzt weg bricht uns absolut das Genick. Dann sind wir raus. Dann kannst du die Nacht an den Nagel hängen. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Also das kann ich mir eigentlich nicht beschweren. Okay, der Zombie steht schon wieder direkt draußen davor. Okay, wir sind aber bei 55%, 3 Uhr. Das ist eigentlich genau richtig. Wir sind gerade im genau richtigen Pensum, was den Energieverbrauch angeht. Aber dass der Zombie jetzt schon wieder vor dem Vorhang steht, ist absolut kontraproduktiv, Leute. Das ist absolut ekelhaft.
Und ich schätze, der nächste wird irgendwo bei 5% liegen. 4 bis 5%. Das könnten wir noch... Das könnten... Ich dachte gerade, er ist losgelaufen, Alter. Das könnten wir verkraften. 4 bis 5% wäre okay. Damit könnte man leben. Okay, er ist unterwegs. RIP live, Alter. Okay. Wie viel ist das? Oh, es waren 6%. Okay. Gut, hätte schlimmer, es hätte schlimmer sein können. Es hätte tatsächlich schlimmer sein können. Er guckt direkt wieder raus. Okay, 6% können wir eventuell kompensieren. Wir sind bei 55% auf 3 Uhr umgesprungen. Das ist eigentlich fast genau, also wir sind über der Hälfte gewesen. Wenn wir also am Ende mit ein bisschen Glück hier durchgehen, sollte das klappen. Wir dürfen uns jetzt aber keinen einzigen Fehler mehr erlauben. Und ich sollte die Tür nicht mehr so oft checken. Hoppala. Okay. Okay, Zombie-Pikmin an der Tür. Er ist noch da. Boah, ich freue mich schon auf den Moment, wenn wir bei beiden Türen angegriffen werden. Das wird lustig. Das kostet richtig viel Energie. Okay, wir haben... Wir sind noch in einem guten Energieverbrauch. 34%, 4 Uhr umgesprungen gerade. Sogar bei 35% sind wir umgesprungen. Das heißt, eigentlich ist es okay. Das ist eigentlich okay. Okay, tschüss. Okay, das kostet jetzt viel Energie, dass wir die Tür zulassen müssen. Oh, und der Zombie steht schon wieder draußen. Okay, wir müssen jetzt als die Kamera checken. Die ganze Zeit. Wir müssen jetzt die ganze Zeit die Kamera checken. Es kostet uns jetzt weniger Energie, die ganze Zeit die Kamera zu checken, als wie wenn das Vieh uns einen Hit reinballert. Oh, Jesus Christ. Das ist gar nicht gut. Oh, Mann. Ich ahne Böses. Oh, nein. Ich habe eine ganz ungute Vorahnung, Leute. Ich glaube nicht, dass das was wird. Scheiße. Dass das Vieh auch zwischendurch auf einmal so schnell ist. Die ganze Zeit interessiert es das Vieh einen Scheiß, was du machst. Die ganze Zeit steht es da hinter seinem Vorhang, guckt dich dumm an. Und auf einmal ist es direkt draußen. Direkt Stage 3. What the hell? Okay. Wir sind immer noch nicht umgesprungen. Wir sind immer noch bei 4 Uhr. Scheißen Dreck, Alter. Oh, jetzt wird's wieder hektisch, Leute. Wir sind jetzt bei 21% Energie. Hüpf! Zombie-Pikmin an der Tür. Kleiner Zombie noch drinne. Kleiner Zombie immer noch drinne. Zombie-Pikmin weg. Tür auf. Okay. Easy. Baby-Zombie ist immer noch drinne. Okay, wir haben 16%. 5 Uhr. Ich glaube, wir sind sogar bei 18% umgesprungen. Sieht safe aus. Ich muss jetzt dranbleiben. Okay. Ich darf jetzt nicht aus dem Rhythmus kommen. Türen checken, danach die Kamera checken. Nicht die Kamera vergessen. Dieser verdammte Baby-Zombie kickt uns sonst komplett hier raus aus dem Büro. Da können wir gleich den Job kündigen, ey. Er ist direkt Game Over. Aber mich wundert, dass wir Herobrine noch keinmal gesehen haben. Ich schätze mal, dass er vielleicht sogar erst wirklich seinen großen Auftritt in Nacht 5 hat und uns hier richtig das Leben schwer macht. Beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch 6 Nächte, ich weiß es nicht. Noch so eine schöne 6. Bonusnacht, richtig schwierig, aber wir werden sehen. Erstmal sollten wir uns jetzt darum kümmern, die 4. Nacht hier erfolgreich abzuschließen. Was sieht... Oh, scheiße. Zombie-Pikmin nochmal am Start. Ist weg. Oh, Kamera checken. Okay. Baby-Zombie auch noch da. Wir haben 8%. Alter, das wird ultra knapp. Das wird wieder so eine richtig knappe Kiste. Vielleicht nicht so knapp wie die letzte Folge. Aber wenn uns der Baby-Zombie jetzt einmal einen Hit reinhaut, ist rum. Dann sind alle Türen offen. Oh, Jesus. Come on. Ja, oh Gott, wir haben es geschafft. Mit 5% Restenergie. Und sogar sehr viel weniger knapp wie letzte Folge. Erstaunlich. Gott sei Dank. Okay, Leute, ich dachte, wir hängen jetzt einfach direkt mal einen Versuch für die 5. Nacht hinten dran. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir das schaffen, weil ich schätze mal, die 5. Nacht wird jetzt schon, sagen wir mal, ekelhaft. Die Hinweise sind richtig RIP. Weil ich schätze mal, dass wir jetzt in der 5. Nacht auf jeden Fall Herobrine mit als Besucher hier dabei kriegen. Ich werde einfach mal einen Versuch wagen. Vielleicht schaffe ich es ja direkt, dann lassen wir es in der Folge drinne. Ansonsten nicht. Okay, der Zombie guckt direkt raus. Wir haben direkt Movement. Also ich denke mal, wir kriegen jetzt bestimmt Herobrine mit dabei. Und da kann bestimmt irgendwas Ekelhaftes. Irgendeine Mechanik, die ich noch nicht kenne.
Dann sitzt er bestimmt auf einmal hier im Zimmer oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Oder er steckt einfach seinen Kopf durch die Wand. Man weiß es ja nicht. Okay, wir haben richtig merkwürdige Hintergrundgeräusche. Irgendwas hat gerade geknurrt. Irgendeine merkwürdige Musik spielt jetzt. Und wir haben noch nicht mal 1 Uhr. Wir haben richtig viel Movement. Die Viecher rennen hier rum wie keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob denn heute Nacht irgendwer was ins Müsli gestreut hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gehen die richtig am Stock, hallo. Alter, wir haben noch nicht mal 1 Uhr und die stehen schon mal hier vor der Tür, ey. Verdammt nochmal. Die sind wie so verdammte Vertreter. Die kommen immer dann, wenn man nicht will und generell. Und die stören einen beim Kacken meistens. Alter, das ist immer noch da. Ist im... Alter Vater, mach dich doch weg. Ich will nichts kaufen. Die tauchen auch jede Nacht wieder auf. Jede Nacht wieder, die lernen das nicht. Okay, sie ist weg. Wow, was war denn das für ein Geräusch? Und der Baby-Zombie steht direkt draußen davor. Ich glaube, das ist Zero Brian. Ich glaube, der ist jetzt richtig unterwegs. Der ist jetzt richtig on the road. Oh no. Oh no. Ah! What the fuck? Zero Brian hat mich einfach erwischt. Ich wusste nicht, woher er gekommen ist. Ich habe gerade so geguckt, so bei den Türen, Kameras gecheckt. Keine Ahnung, wie er mich gekriegt hat. Aber er hat mich gekriegt. Okay, Leute, da hatten wir mal direkt einen kleinen Einblick in die 5. Nacht und was uns dort in Five Nights with Hero Brian erwarten wird. Ich bin sehr gespannt, wie wir das bewerkstelligen sollen, weil ich habe jetzt gerade nicht erkannt, wie mich Hero Brian erwischt hat. Er war auf einmal einfach im Zimmer drin und hat mir den übelsten Jumpscare verpasst. Aber nun gut, ich denke, wir werden es rausfinden müssen. Wir sehen uns natürlich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder oder in irgendeinem anderen Video auf meinem Kanal, Leute. Euer Joel verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.